Okay, eine kleine Info, wie die Tastatur belegt ist. Outfits für den Sommer. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze. Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch und meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. Und da sind wir auf der Insel. Herzlich willkommen zurück bei Terra Online, beziehungsweise, wie heißt es jetzt? Terra? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es auf dem Ladescreen betitelt wird. Und wer uns so nett heranwinkt, zu dem rennen wir natürlich sofort. Gucken wir mal, was sie will. Mit F kann ich mit den NPCs interagieren. Und es gibt... Terra ist unterteilt in Hauptquests bzw. Geschichtsquests, nennen wir es jetzt einfach mal Geschichtsquest oder Hauptquest, nennen wir es Hauptquest, die rot dargestellt werden und Nebenquests, die gelb dargestellt werden, wie in jedem anderen MMO auch. Und ich würde sagen, die roten Quests, die Hauptquests, die lesen wir uns mal schön durch, dass wir ein bisschen was von der Story noch mitkriegen, nicht, dass wir da einfach durchrennen und ja alles umflügen. Lasst euch nicht von all der Schönheit täuschen, diese Insel ist gefährlicher als sie aussieht. Das Licht der Morgendämmerung. Ihr erinnert euch vermutlich nicht mehr an mich, Ego. Aber ich bin nach diesem Sturm am Strand gewesen. Kurz nachdem ihr zu den Klippen aufgebrochen seid, sind Dämonen erschienen und dann wurde alles in Dunkelheit gehüllt. Ihr seid sehr mutig, wieder hierher zu kommen. Es hat kaum einer überlebt und niemand hat Kommandant Elion gesehen, seitdem ihr gegen dieses Kumas-Monster gekämpft habt. Wir kontrollieren den nördlichen Teil der Insel, aber selbst hier ist es nicht völlig sicher. Ihr solltet mit Legat Lahm sprechen. Er kann euch über die Suche nach Elion aufklären. Okay, Elion wird vermisst. Die Quest haben wir angenommen und in diesem Sinne muss ich mal eine ganz kurze persönliche Pause einlegen, da ich mir die Tastatur einstellen muss und ein bisschen die Grafikeinstellung. Und ich würde sagen, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder startklar und ich habe mir die Steuerung mal ein bisschen belegt. Das heißt, wer vielleicht aufmerksam meine anderen Videos geschaut hat, der weiß, dass ich eigentlich komplett anders steuere als die Standard. Also ich benutze auch nicht WASD, sondern steuere mit meiner ganz eigenen Steuerung. Und guck, da ist er, der Lahm. Und den quatschen wir als nächstes an. Das Licht der Morgendämmerung. Jemanden wie euch können wir hier gut gebrauchen. Jemanden, der schon einmal hier gewesen ist. Und wer weiß, wie gefährlich die Insel ist. Die neuen Rekruten sehen überall nur Gelegenheiten, aber Elion hat es besser gewusst. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Falls irgendjemand den Angriff des Dämons überlebt hat, dann Elion. Aus diesem Grund suchen wir nach ihm. Okay, die Föderation braucht Elion und darum bin ich hier. Erste Quest fertig. Die Runde machen. Axel und ihr haben den stürmischen Strand überlebt. Wisst ihr, wer noch? Kishale, die gleich auf der anderen Seite der Brücke zu finden ist. Kishale und Axel gehen sich aus dem Weg und wollen nicht über das Geschehene sprechen. Aber wenn ihr eine von ihnen dazu bringt, über Elion zu reden, wird sie ihr Selbstmitleid vorübergehend vergessen. Fragt Kishale nach Elion, dann wisst ihr, was ich meine. Außerdem würde es ihr gut tun,
mal ein neues Gesicht zu sehen. Mich und Basaba ist sie langsam leid. Okay, die Quest nehmen wir natürlich an. Dafür bekommen wir auch unsere erste neue Brust und schöne Bescherung. Sprech mit Centurio Babajab. Okay, machen wir. Und ja, wer das erste Mal von World of Warcraft oder einem anderen MMO hier umsteigt in Terra, dem wird auffallen, dass es sich ganz anders steuert. Und das ist Absicht, denn nicht umsonst wurde das als ja, True-Action-Combat bezeichnet. Denn man muss selbst anvisieren, wohin man schlägt. Das heißt, man kann nicht hier einfach ein Target anvisieren, sondern man muss es selbst wie, ähnlich wie in einem Shooter quasi, ein Ziel anvisieren und dann eben auf das Ziel einhauen. Und wir quatschen mal mit dem Nächsten. Da ist der Basaba. Schöne Bescherung, ja. Ging ja relativ locker. Und eine nahe Brücke. Ihr solltet in Bewegung bleiben. Meldet euch bei Centurio Kishale. Machen wir. Ja, man muss selbst das Ziel anvisieren und das macht das Spiel auch, ja, oder ein Großteil des Unterschieds des Spiels aus von anderen MMOs. Ich meine, in Age of Conan zum Beispiel war es auch so gewesen, dass man eben selbstständig zielen muss. Und es macht auch einen Großteil eben das Spiel eher Skill- bzw. Spielerlastig. Das heißt, du brauchst nicht als Tank jetzt zum Beispiel, wir quatschen hier erst mit der wieder. Oh, das Schiffswrack, der Sturm und die Dämonen konnten uns nicht unterkriegen. Ego, dieser Strand wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Wisst ihr noch, wie stolz wir alle waren? Zur ersten Expedition gehörten einige der klügsten und tapfersten. Wir waren so stolz und so erfreut, dass uns Elion persönlich für diese Mission ausgewählt hatte. Der Sturm und der Schiffsbruch hat die meisten das Leben gekostet. Nur eine Handvoll konnte den Dämonen trotzen. Wir beide gehörten dazu. Manche behaupten, Elion hätte überlebt, aber meine Zweifel sind größer als meine Hoffnung. Geht die Straße entlang und sprecht mit Dulari, vielleicht weiß er, warum wir angegriffen wurden. Machen wir. Kishale, machen wir. Okay, die Quest haben wir auch fertig und Gewalt im Wald. Ein aufmerksames Auge sieht viel Giledus, oh mein Gott, was ein Name. Okay, ich glaube jetzt, das ist die erste Kill-Quest, die wir haben. Und da wirst du, ja, eben das True-Action-Combat-System sehen. Du siehst rechts oben die kleine Minimap. Ja, okay, die Mobs sind gemarkt mit dem Ausrufezeichen, mit dem gelben. Und natürlich müssen wir sie klein hauen. So. Guck, jetzt stürzt er auf mich. Jetzt kann ich mit der rechten Maustaste den Angriff blocken. Also, was ich vorhin noch fortführen wollte eigentlich... Da ist es viel spielerabhängiger. In World of Warcraft zum Beispiel sammelst du ja, Ausweichwertung um dem oder Blockwertung um dem den Angriffen quasi zu trotzen. Und hier als Tank musst du selbst die Angriffe blocken. Und kannst natürlich auch selbst den Angriffen ausweichen, indem du einfach irgendwie zur Seite rennst oder andere Ausweichskills benutzt. Also von daher unterscheidet sich es schon mal grundlegend. Und ich persönlich finde das Kampfsystem deutlich attraktiver. Und vor allen Dingen eben, ja, deutlich actionreicher. Im Moment haben wir auch nur einen Standardangriff, der auf der linken Maustaste liegt. Allerdings, oh, guck, Stufe 2 haben wir. Allerdings wird der Angriff, je öfter wir, beziehungsweise je länger wir auf der Maustaste bleiben, mächtiger. Allerdings brauchen die Angriffe dann auch wesentlich länger, bis sie durch sind. Das siehst du schon. Guck, geblockt. Ah, Verteidigung erfolgreich. Und die Quest haben wir abgeschlossen. 4 Stück mussten wir nur killen. 4 Stück nur. Und jetzt können wir auf der Map gucken, wo wir hin müssen, für die abzugeben. Da oben. Müssen wir wieder zurück? Was ein bisschen ein kleiner Nachteil ist von dem Spiel hier, von Terra, ist, dass es eigentlich keine Rüstung bzw. Waffenkombination gibt. Das heißt, als Lanzer wirst du immer ein Schild und so eine Lanze tragen. Als Krieger, der mit 2 Einhandschwertern standardmäßig am Anfang schon kämpft, wirst du auch nur 2 Einhandschwerter finden. Gewalt im Wald, neue Schuhe. Sehr schön. Und auf der Suche nach Antworten. Okay, da müssen wir... Oh, da können wir noch eine annehmen. Guck, von dem Nili. Jagd auf die Bestien. Und ich glaube, das sind jetzt wieder die gleichen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, jetzt müssen wir noch mal ein paar umhauen. Um wirklich sicher zu sein, dass man die töten kann.
Dann hauen wir einfach noch ein paar um. Jetzt sind wir ja aber schon Stufe 2. Und gehen ab wie Luzi. Da, guck. Und ich bin noch ein bisschen am Zweifeln, ob wir... Die müssen wir auch killen jetzt. Die Elche. Ich bin noch am Zweifeln, ob wir jetzt dann komplett mit unserem Lancer durchspielen. Beziehungsweise, ja, die restlichen Folgen mit dem Lancer dann. Oder ob ich dann zwischendrin switch auf meinen Berserker. Schauen wir mal. Kannst du ja mal deine Meinung hier in die Kommentare reinschreiben. Ob wir jetzt den Tank wirklich so durchziehen bis zum bitteren Ende. Denn ich habe mit dem Berserker, der mir persönlich viel Spaß macht momentan. Ich komme zwar nicht wirklich oft dazu, Terra zu spielen, aber er macht doch extrem Spaß. Mit dem habe ich natürlich auch schon ein bisschen da Berufe geskillt. Und das unterscheidet Terra auch von vielen anderen MMOs. Oh, Fortschritt. Okay. Unterscheidet Terra auch von vielen... Ah, das war jetzt ein bisschen Fail. Von vielen anderen MMOs. Denn im Vergleich zu... Ich ziehe als Vergleich jetzt einfach World of Warcraft immer heran. Da es eben doch das populärste Spiel ist. Beziehungsweise auch eben das am meisten gespielte Spiel. Und in Terra kannst du nämlich alle Sammelberufe ausführen. Beziehungsweise es gibt keinen Sammelberuf. Du kannst einfach alles aufsammeln, was du in der freien Welt so findest. Und es wird auch alles auf der Minimap angezeigt. Denn sind wir mal ehrlich, ist schon ein bisschen abstrus in WoW. Wenn du einen Stufe 90 Krieger, der so stark ist, hast zum Beispiel und der nicht in der Lage ist, eine popelige Blume aufzuheben, dann fragt man sich doch irgendwie nach dem Sinngehalt dahinter. Die Quest haben wir fertig mit den Bäumen. Ja, da fragt man sich doch irgendwie, passt das so ganz zusammen? Wobei der Sinngehalt von einem MMO jetzt natürlich mal in den Raum gestellt ist. Und am Anfang merkst du auch schon, brauche ich eigentlich gar nichts blocken. Das heißt, die Defensivfähigkeiten sind nicht wirklich zwingend erforderlich. Wird sich aber später noch ändern. Und, oh, die müssen wir da unten abgeben, guck. Aber wir sehen ja auch rechts so eine kleine Map. Links neben dem kleinen Questlog quasi. Da sieht man, dann muss ich nicht dauernd die Map aufrufen. Der Hell, ja. Komm, so. Hey. Ja, Stufe 3. Wer sagt's denn? Und da ist der Dulari. Quatsch mal mit dem noch. Aber erst gehen wir die Quest noch ab. Und nehmen die Nebenquests da an. So, die Runde machen. Habt ihr Proben? Ich brauche mehr Proben, um meine Hypothese zu bestätigen. Nein. Es verhält sich folgendermaßen, Ego. Ich glaube nicht, dass wir einfach so angegriffen wurden. Ich denke, jemand hat die Kreaturen mit Hilfe von Magie in Massen auf uns gehetzt. Ich finde immer wieder Spuren davon an den Leichen, die ich untersuche. Netzia kann euch mehr über den Kampf sagen. Okay, dann müssen wir mit Netzia plaudern. Und es ist am Anfang auch ungewohnt, wenn du hier nicht auf irgendwelche Menüs gehen kannst, weil du bewegst nur die Maus und guckst dich schon um. Und nur wenn du Escape zum Beispiel drückst, dann kannst du hier den Cursor frei im Bild bewegen. Also sonst standardmäßig hast du keinen Cursor. Und da können wir jetzt natürlich auch aufs Inventar gehen. Oh, ich glaube, das Inventar habe ich mal gar nicht mit einer Taste belegt. Profil? Okay, ist hier unser Profil. Gut zu wissen. Und Inventar ist es I? Ja, ist I. Ha, genial. Jetzt ziehen wir mal unsere neuen Schuhe an. Und unsere neue Brustrüstung.